Nach einer beeindruckenden 15-jährigen Laufbahn als Tuner nimmt Schauspieler Thomas Drechsel Abschied von der beliebten Daily Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Seine Arbeit bei der Serie endete mit einem rührenden Abschiedsabend und zahlreichen Geschenken von seinen Weggefährten. Auf seinem Instagram-Account teilte der Schauspieler Eindrücke des gemeinsamen Abends, der ihm und seinen Kollegen sichtlich ans Herz ging. Was für ein schöner Abend, kommentiert er ein Bild, das ihn im Kreise seiner Co-Stars zeigt. Er drückt weiter seine Hoffnung aus, dass die Erinnerungen an die gemeinsamen Erlebnisse nie verblassen mögen. Eine besondere Aufmerksamkeit erhielt Drechsel von seinem Kollegen Wolfgang Barrow, der in der Serie die Rolle des Joe Gerner verkörpert. Barrow schenkte ihm ein Plakat mit zahlreichen Bildern der beiden und scherzte über eine potenzielle neue Actionserie bei Netflix mit dem Titel »Ein Fall für zwei«. Drechsel zeigt sich in seiner Instagram-Story gerührt. So Zucker, danke Wolfgang. Von den Maskenmädels bekam er ein persönliches Tommy-Schminktäschchen und von der Crew ein Freundebuch, das mit liebevollen Worten seiner Kollegen gefüllt war. Neben den Abschiedsgeschenken, darunter auch ein Bowling-Gutschein für ein zukünftiges Treffen der GZSZ-Stars, erhielt Drechsel einige Restaurant-Gutscheine. Diese können ein Hinweis auf seine zukünftigen Pläne sein. Auf Instagram verriet er, dass er sich nun einem kulinarischen Abenteuer widmen werde. In Tommys Küche präsentiert er auf YouTube bereits Food-Videos, in denen er zeigt, wie man leckere Gerichte einfach nachkochen kann. RTL gab den Ausstieg von Thomas Drechsel am 9. Januar bekannt. In einer Pressemitteilung äußerte sich der Schauspieler dankbar über die vergangenen Jahre und zeigte Verständnis für die Veränderungen im Cast. Ein mögliches Comeback schließt er nicht aus, denn wie er sagt, man begegnet sich immer zweimal im Leben. Seine letzte GZSZ-Folge wird dann im Frühjahr ausgestrahlt.